Gut. Da oben ist noch irgendein... Nee, mehrere. Da sind mehrere Viecher, die ich nicht bekämpfen will. Aber hier war noch ein Kritter. Ein kleiner, niedlicher. Hallo, auf dich zu waschen da. Du bist im Krieg. So. Speichern. Diese Gegend ist ein bisschen gefährlicher, habe ich das Gefühl, als die andere. Da ist noch ein Haus, da würde ich auch gerne mal hin. Und hier ist noch eine Bauernhütte oder was das ist. Aber da ist auf jeden Fall der Zielpunkt. Also müsste der Rock oder wie der hieß, müsste da irgendwo rumgammeln. Hühner. Huch, das wollte ich nicht. So, was haben wir hier? Besen, Besen. Ja, das war's wohl. So, okay. Gucken wir erstmal schön. Ah, da ist ja, was ich suche. Stundenlang und dauernd. So. Kleine Farm. Teleporter, kleine Farm. Fiona? Fiona ist tot. Ich gehe erstmal hoch. Hier ist wieder das Ende der Karte, so wie es aussieht. Hallo, 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 steck die Waffe weg. Krieg dich wieder ein. Ja. Zu viel geklickt, ne? Komm, das Federvieh gönn ich mir. Gibt sogar Erfahrung. Ein Speer? Wow. Was kann ich denn mit einem Speer machen? Da ist eine Truhe obendrauf. Sonnenbrille Hightech. Gegner werden auf dem Radar angezeigt. Wow, okay. Amulett des Wissenschaftlers. Handwerk plus 2, Schlüssel und Bücherwurm. Auf jeden Fall erstmal alles mitnehmen. Braucht doch hier eh keiner mehr. Los. Oh, noch mehr Gräber. Schlechter Zeitpunkt. Okay. Schlechter Zeitpunkt. Da ist nichts mehr zu machen. Bei Fiona hat er nicht interagiert. Wow. Was für eine Aussicht. Okay. Denke mal, dass ich hier durch bin. Kann ich wieder zurücklaufen. Da ist noch eine kleine Plane gespannt. Gucken, was hier so ist. Hier höre ich schon wieder ein Grunzen. Oh ja. Der hat mich noch nicht gesehen, ne? Ich lasse ihn da mal in Ruhe. So, was gibt's hier zu holen? Danke. Hier gibt's erstmal nichts.
Gut, dann gehen wir gleich mal ins Haus. Gucken mal, was er will. Was sind das denn für Pilze? Wow. Sehr interessante Pilze. Hier steht nochmal ein alter Jetta, oder wer das ist. Wow. Also, gegen das Viech brauche ich mich nicht anlegen. Das hört sich definitiv so an, als wären hier mehrere. Nein. Nein, ich muss hier weg. Ich will sie auch nicht hinten zur Hütte locken. Lasst mich in Ruhe! Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich bin weggekommen. Dafür könnte ich ihn ja gebrauchen. Wo ist der überhaupt? So, speichern. Und jetzt gehe ich aber zum Haus. Auf direktem Wege. Irgendwo habe ich sie hier hingelockt, ne? Ich hoffe, die sehen mich nicht. So, okay. Hier sind noch ein paar Farmarbeiter, aber in direkter Nähe zu diesen Krüppeln da hinten. Wahnsinn. Mutig. Knecht. Knechte sind wohl entbehrlich, ne? Hm. Also toll gemacht. Schade, ich würde da hinten gern plündern, aber gut. Was wir nicht können, das können wir nicht, ne? Aber das können wir bestimmt später noch. Oh, hier ist wieder so eine Plantage. Da können wir mal ein bisschen ernten. Zumindest ein bisschen was, nicht alles. So, Herr Knecht, darf ich hier mal durch? Du bist sicher hier, um deine Nahrungsvorräte aufzufrischen, nicht wahr? Die Felder werfen ein bisschen was ab. Wir werden uns also sicher einig. Das ist gar kein Knecht. Was ist das? Solange die Preise stimmen. Umsonst ist bei mir nichts. Das ist ein Händler. Cool. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. In erster Linie brauche ich Pfeile. Ach man, der hat keine Pfeile. Kann ich dem da was verscherbeln? Ich habe doch so ein Plunderkram doch en masse gesammelt, ne? Ja, niedrig. Fangen wir mal ganz unten an. Nee, die Rezepte und so kriegst du nicht. Hier, Klopapier hast du doch schon. Kriegst du die auch noch dabei. Spielzeugauto kriegst du. Sanftes Klopapier. Kommen die kriegst du alle. So, Geldbündel kriegst du auch. Wir verkloppen alles. Öllampe, kommen alle weg. 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 Propaganda. 15 bringt die. Cool.
Warnmeldung, nein, 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 nein. Das will ich alles nicht verkaufen. Wo sind denn hier die Zähne und sowas? Klebeband, das kann ich verkaufen. Knochen, ja, da könnte ich welche verkaufen. 20 Stück könnte ich wohl entbehren. So, eine Feder behalte ich mal. Stachel, Fangbein, Fell. Gut, Kraut habe ich natürlich eine Menge. Mächtiger Energiespeicher. Ja, da soll erstmal reichen. Bauer. Der Bauer will handeln. Naja, wegen mir. So. Wenn die Kohle stimmt, kann er handeln mit mir. Hier ist nochmal ein Lagerfeuer. Könnte ich direkt mal nutzen. Da pinkelt doch schon wieder einer. Ja, tatsächlich. Da pinkelt doch wieder einer in den Busch. Ah, hier drin darf ich ja nichts anfassen. Hier bin ich wieder der böse Buhmann. So. Hey du, was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Was? Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Ja, dann geh doch dahin. Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Warum ziehst du nicht einfach los? Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Ich kann ihm auch noch helfen. Hallo, der... Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Okay. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache, das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Okay, ist der feige oder hat er Glück gehabt? Der Berserker... Ja, machen wir mal das. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm, wo sonst. Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Okay, soll man das einfach glauben? Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein!
Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Wie, das war doch der Letzte, oder? Ist niemand der Mörder? Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Soll ich Thorgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Darauf kommt er schon von alleine, wenn ich erst einmal außer Reichweite bin. Dieses verdammte Gemüse ist jetzt nicht mehr mein Problem, also behellige mich nicht mehr damit. Ich besorg dir deine Überlebensausrüstung. Du würdest mir eine große Last von den Schultern nehmen. Also pass auf, Wasser und Fleisch sollten für dich nicht das Problem sein, du kommst ja herum. Aber als Waffe brauche ich etwas, das Eindruck schindet. Oberhalb dieses Gehöfts gibt es noch einen weiteren Hof. Dort lungern ein paar Outlaws rum. Und wo die sind, sind auch Waffen. Okay. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Wie viel Wasser benötigst du? Bring mir 8 volle Flaschen. Damit komme ich eine Zeit lang hin. Alkohol lassen wir lieber. Ich brauche einen klaren Verstand, wenn ich auf dem Weg bleiben will. Wie viel Rationen Trockenfleisch brauchst du? Ich denke, ein 50 reicht aus. Will mir ja nicht das Fleisch von den Knochen nagen müssen. Kann ich dir nicht irgendeine Waffe bringen? Nein. Wenn ich meinen Einstand bei den Outlaws gebe, kann ich nicht mit einem Brotmesser auftauchen. Wenn du also beim Hof etwas einsackst, sollte es schon mächtig Wumms haben. Okay, ich muss irgendwas klauen. Ich hoffe, die Lauferei macht sich für mich bezahlt. Die Berserker haben mir genügend Splitter mitgegeben. Wenn du deine Sache gut machst, überlasse ich sie dir. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe das Wasser. Austrocknen sollte damit unmöglich sein. Klasse. Ja, Nein, ich schicke den Mann nicht zurück, weil ich denke... Ich finde, jeder sollte selber entscheiden, ne? Ob er den zurück will oder nicht. So. Trockenfleisch. Also ich werde noch einiges sammeln müssen. Sie ist ja schon wieder am Pinkeln. Also da oben soll ein Outlaw sein, hat er gesagt. Aber ich komme jetzt auch nicht zurück, ne? Hierhin. Nee, da war jetzt kein Teleportpunkt, oder? Ich habe einen übersehen. Vielleicht sollte ich einfach mal in direkter Linie laufen. Und mal mit ihm reden da. Das sind die Outlaws. Nee, aber er hat doch Bauernhof gesagt. Oder ist das ein Bauernhof? Da müsste ich seine Quest markieren, ne? Dann könnte ich das herausfinden. Bücherwurm, Handwerk, was bringt der Bücherwurm? Lesen gibt ja zusätzliche Erfahrungen, okay. Okay, so wo steht denn das, was ich ihm bringen soll? Hallo? Kann ich es nicht mehr aufklappen? Habe ich den schon alle jetzt fertig? Ich habe alle befragt, okay.